Liebe Freunde der paradoxen Strategie, ja, nicht etwa das ist die tatsächliche diplomatische Lage 1780, sondern das hier. Naja, zumindest was die Gegner betrifft, was die Allianzen betrifft, ist auch das nicht die richtige Lage. Warum das so ist, das könnt ihr nochmal in Folge 201 euch anhören, da habe ich es erklärt. Es ist eine ziemlich verrückte Geschichte, am Ende auch ein Bug. Ich bin tatsächlich mit Vasallen von mir im Krieg und das darf natürlich eigentlich nicht sein. So, ich will mal schauen, gibt es hier eigentlich schon Eroberungen, wo ich möglicherweise Friedensverhandlungen anstreben kann? Nein, alle meine Bündnispartner haben noch nicht erfolgreich hier erobert, weder Brabant hier in Lüttich noch hier oben. Die Münsteraner in Oldenburg. Nun gut. Da müssen wir noch etwas Geduld haben. Ich selber belage ja auch noch nicht so richtig aktiv. So, aber eine Schlacht ist hier noch am Laufen in Ferrara. Und vielleicht können wir da die nächste österreichische Armee tilgen. Nein, es sind noch einige Kavalleristen übrig geblieben. Leider, leider, leider. In Verona, und wir können auch nicht nachsitzen, dazu ist die Moral einfach zu schlecht. Das wäre zu riskant. Deswegen bleibe ich jetzt einen Augenblick in Ferrara. Ja, dann wollen wir sehen. Dann wollen wir mal sehen. So, ja, in Meißen sind seit ihr angekommen, das ist gut. Ich muss ehrlich mal einen kleinen Überblick gewinnen. Was machen eigentlich meine Armeen? Die erste Armee ist auf dem Weg nach Pisa zur Belagerung. Das ist richtig. Die dritte, die ist hier in Hessen, um die Hauptstadt zu erledigen. Das ist auch richtig. Da ist auch schon 38%. Die zweite Armee ist auf dem Weg nach Wien. Auch das ist gut. Die vierte Armee muss sich hier erholen. Die fünfte Armee muss sich hier auch erholen. Und die sechste Armee ist... Ach so, ja. Die ist in Meißen. Genau. Gut. Ja, dann denke ich mal, kann es ja weitergehen. So, 1. März ist es. Ach so, da gab es schon wieder neue Friedensangebote, habe ich gehört. England. Ja, mit England habe ich gar nichts zu schaffen. Sie wollen weißen Frieden und das akzeptieren wir auch. Alles gut. So, England ist draußen und jetzt kommt Hessen, aber Hessen... Wie ist denn das? Ist Hessen eigentlich mein Vasall? Nein. Doch, tatsächlich. Hessen ist mein Vasall. Insofern habe ich jetzt durchaus ein Interesse, mit ihnen Frieden zu schließen. Mal gucken, ob sie einen weißen Frieden... Nein, sie haben Forderungen. Das lehnen wir natürlich ab. Pisa lehnen wir auch ab. Okay. Ja, ist verrückt. Also auch zum Beispiel mit Hessen bin ich im Krieg, obwohl sie mein Vasall sind. So, wie sieht es aus mit Bayern? Was ist hier los? Ne, das ist nicht Bayern, das ist Salzburg. Hier ist Bayern. Bayern ist... ist mein Vasall. Ist auch reformiert. Insofern würde ich hier was akzeptieren. Aber... auch sie haben Forderungen. Es ist doch wirklich ein Witz. Jetzt geht es weiter mit Oldenburg. Gut, Oldenburg ist noch nicht erobert. Oldenburg ist ganz wichtig für mich, weil da kann ich noch reformieren. Da tue ich also nichts dergleichen. So, hier ist jetzt eine österreichische Armee auf dem Weg nach Zürich und da werde ich jetzt eingreifen mit der 5. Armee. Das kann ich natürlich nicht erlauben, dass hier noch sowas kreucht und fleucht. Und jetzt schaue ich mal weiter, was macht die Armee? Ja, da werde ich mal gen Norden hier den Österreichern folgen. Okay, soweit. Gut, Hollabrunn, 1000 Mann, kein Problem. So, der nächste Friedensangebot, Modena. Ich muss das einfach jetzt immer checken, was hier los ist. Modena ist mein Vasall, aber katholisch.
Oh ja, insofern ist Modena übrigens ganz wichtig. Ich hätte vielleicht erst Modena angreifen sollen. Da werde ich auf keinen Fall Frieden schließen, weil ich will sie natürlich reformieren. Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so klug ist, Pisa anzugreifen. Nee, ich mache hier Kehrtmarsch. Ich werde zuerst Modena angreifen. Und dann Pisa, muss ich mir bloß merken. So, Ukraine, Frieden mit Böhmen interessiert mich nicht. Was ist hier los? Ach so, die sind hier geflohen. Boah, ich meinte aber, die Österreicher haben immer noch ein bisschen Manpower. Sie bringen auf jeden Fall noch ein paar Armeen zusammen. Aber trotzdem sind sie weitestgehend chancenlos gegen mich. So, ja. Ja, liebe Leute, ihr müsst entschuldigen, ich muss hier einfach immerzu überall irgendwie gucken. Sonst geht hier gar nichts mehr. So, die Österreicher habe ich auch erledigt. Ach nee, die sind hier abgehauen und marschieren jetzt nach Konstanz. Und da werde ich ihnen zuvorkommen. Mal gucken, ob sie die Bewegung abbrechen. Ja, sie tun es. Nach Sundgau gehen sie. 2. April, 4. April. Ja, wunderbar. Da können sie nicht mehr fliehen. Trient. Da habe ich sie erwischt. Und hier werde ich vielleicht diese 11.000 Mann auch noch erwischen. Gut. Okay, 4 Belagerungen habe ich jetzt am Start, die ich jetzt auch durchziehen will. Und 2 Armeen, die marschieren. Nämlich die 5. und 4. Armee. Insofern wird die Sache durchaus überschaubar. So, Militärverbesserungen haben wir. Unsere Offiziere versuchen, unsere bereits bestens ausgebildete Armee mit neuen Ausbildungsarten zu perfektionieren. Dies scheint die allgemeine Stufe militärischen Gedankenguts in unserer Nation zu steigern. Heerestech ist billiger geworden. So, in Breisgau treffen wir jetzt auf die Österreicher. Und können sie vielleicht jetzt vernichten? Das wäre nochmal schön. Okay, in Modena, das sind aber nur 1000 Mann. Da kommt die Belagerung. Oder geht weiter voran. So Leute, jetzt aber, das sieht doch richtig gut aus. Kriegsgründe brauchen wir jetzt nicht mehr. Kommt, jetzt vernichtet sie doch mal bitte. Okay, hier kommt es auch nochmal zu einem Kampf gegen 10.000. Und im Breisgau haben wir gewonnen, extrem gewonnen, aber wir haben sie nicht ganz vernichtet. Was ist hier los? Ich habe überhaupt gar keine... Ach, das ist meine Armee, sehe ich gerade, ohne einen Kavalleristen. Die 5. Armee, eigentlich für besonders für Belagerung gedacht. Aber gut, gegen Österreich tut sie es auch so. Und hier führen wir, glaube ich, jetzt den entscheidenden Vernichtungskampf. Oh, ich höre schon wieder, es sind Friedensangebote. Lüttich. Ist Lüttich... Nein, Lüttich ist noch nicht. Deswegen machen wir natürlich Böhmen als Verhandlungsführer. Nö. Oder? Hm. Jetzt muss ich mal klug überlegen. Also, Böhmen bietet mir jetzt den Frieden an. Mit wem sind sie alliiert? Sie sind alliiert mit Bayern, Hessen und Magdeburg. Und es ist tatsächlich so, also Magdeburg ist mein Vasall, Bayern auch, Hessen auch. Also mit denen würde ich schon gern Frieden machen. Insofern... Ja, und von Böhmen, ja, klar, ich könnte mir natürlich jetzt einiges holen oder bestimmte Länder entlassen. Ich gucke mal, ob hier irgendwas von Böhmen Teil des Reiches ist. Ist es nicht. Insofern können wir diesen Frieden jetzt machen. Es ist jetzt eher unkritisch. Meißen fragt noch an. Gut, das ist... Also mich interessiert dann eher Österreich richtig zu schwächen. Böhmen ist jetzt noch nicht so entscheidend. Insofern gucken wir mal. Sie machen weißen Frieden und das ist, finde ich, auch okay. Denn damit sind wir jetzt mit Hessen und mit Magdeburg und mit Bayern im Frieden. Das sind alles unsere Vasallen. Und ich möchte, wie gesagt, nicht mit meinen Vasallen so sehr lange im Krieg sein, weil das reduziert auch enorm die Beziehung. Insofern akzeptiere ich jetzt also diesen Frieden. Wohl an. Wunderbar. Sehr schön.
Damit haben wir noch Bretagne, dann diese Österreich-Allianz, ohne England allerdings, die aber für mich ganz wichtig ist, und Pisa. Und mit den dreien habe ich durchaus noch was vor, auch mit der Bretagne, aber das ist noch ein anderer Punkt. Okay. So, dann können wir jetzt diese Armee hier abziehen. Jetzt muss ich mal selber schauen, mit wem sind wir denn jetzt noch im Krieg. Ja. Okay. Das ist jetzt vor allem Österreich eigentlich nur noch hier, wenn ich das richtig sehe. Meißen belagere ich. Die anderen werden alle belagert. Insofern können wir jetzt einfach mal dazu übergehen, hier so nach und nach österreichische Provinzen zu erobern und dann mal gucken, was wir da von denen verlangen können. So, hier sind 41.000 Österreicher. Da müssen wir wohl mal hin. Okay. So, und Wessel der Botten haben wir gewonnen. Achso, ich wollte hier nochmal gucken. Meißen. Genau, Meißen, da waren wir ja auch. Vasall und reformiert, ja. Insofern würde ich auch hier einen weißen Frieden akzeptieren. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, jetzt hier die Belagerung durchzuziehen. Erstens sind das Armeen, die ich dann lieber woanders brauche, zum Beispiel gegen Österreich oder so. Und zweitens, was sollen wir dann noch gewinnen? Also ich will sie nicht annektieren. Vasalisierung ist wunderbar. Und insofern, ja, Frieden. Ah nee, Quatsch. Zurück, sie bieten mir Frieden. Aber sie fordern noch was. Das ist ja nur lächerlich. Das ist nun wirklich lächerlich. So, was war hier in Tirol los? Okay, da haben wir gegen 10.000 Österreicher nicht besonders toll ausgesehen. Und sie fliehen nach Schwaben. Oh, da sind ja weitere 42.000. Da will ich mal mit nicht voller Moral nicht einfach so angreifen. Da warte ich mal lieber, bis diese 48.000 da sind. Und dann greifen wir da zusammen an. Und jetzt kommt es hier aber erstmal zu einer Schlacht gegen 8.000 Österreicher. Ja, die tanken auch Moral. So, aber die haben wir jetzt erledigt. Sehr gut. Prima, okay. Gut. Okay, jetzt warte ich ab, bis meine Moral oben ist und dann schlage ich zu. Geballt. So, warte mal. Die marschieren aber nach München. Da können wir zumindest mal reingehen. Oh Mann. Ganz schön viele Österreicher doch noch so unterwegs. Aber die 12.000 werden wir jetzt vielleicht erledigen. Das wäre doch mal nett. Ja, sehr gut. Zwar minus 4 Geländemali, aber okay. Sehr schön, Stufe 58. Nochmal plus 1 Militärtaktik. Sie fliehen hier oder gehen in Richtung Norden. So, und hier wieder irgendwo 1000 Mann erledigt, glaube ich zumindest. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht was. Oh, 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 oh. Ich werde angegriffen und habe nicht richtig aufgepasst. 50.000 gegen 45. Aber das sieht souverän aus. Das sieht souverän aus. Das werden wir gewinnen. So. Ah, immer diese Minischlachten zwischendurch, ey. Ich wünschte mir eine Option, wo man das ausschalten könnte. So, in München habe ich gewonnen, allerdings den Feind nicht wirklich entscheidend geschwächt und sie ziehen nach Schwaben und ich ziehe dann auch nach Schwaben und wir verfolgen weiter diese Riesenschlacht hier, wo die Österreicher viele, viele Leute verlieren und ich auch gewinne, wie gesagt, viele Verluste auf Seiten der Österreicher, aber meine Moral ist so schlecht, dass ich hier nicht
verfolgen kann. Allerdings ziehen sie auch nach Schwaben. Insofern kommt es dort gleich zu einem neuen Gemetzel. So, ich höre aber schon wieder Friedensangebote. Pisa interessiert mich nicht. Da will ich noch was... Ach nee, Quatsch. Da bin ich jetzt abgerückt von. Ja, will ich jetzt mir Pisa irgendwie untertan machen? Ja, stimmt. Die sind ja verbündet mit Österreich. Auf jeden Fall. Markt öffnen von Mataram. Ja, ach, ich bin ja für Freihandel, sollen sie in meine reingehen. Lüttich will Frieden, sind sie denn schon erobert? Nein, sind sie nicht. Mensch, also meine Verbündeten sind auch lahmarschig mit den Belagerungen. So, jetzt wird es aber interessant. Ja, jetzt haben wir endlich mal wieder eine Armee vernichtet im Schwabenland. Sehr gut, und da kommt gleich die andere große Armee. Und wenn wir die auch noch vernichten, dann... War es das jetzt erstmal mit den Österreichern? Aber da oben haben sie schon wieder 20.000. Also ich glaube, das wird ein ewiger Fight hier mit den Österreichern. Weil sie natürlich auch Manpower haben und die nachholen. So, Moria ist unabhängig. Ja, Kriegsgrund, der uns nicht weiter tangiert. So, geht das hier gar nicht voran. Da ist ja nicht viel passiert in dieser Schlacht. Das ist ja wohl lächerlich. Sie fliehen nach Augsburg und da stehen schon 18.000. Ist die Frage, wage ich jetzt diesen Angriff? 18.000 mit voller Moral und 26.000 mit ganz schlechter Moral? Ja, ich wage es einfach mal. Mal gucken, was da passiert. Okay, oh, ich habe aber auch extreme Geländemali. Hätte ich vielleicht ein bisschen besser darauf achten sollen. Das wird nicht so eindeutig. Oh, jetzt haben die Österreicher auch noch Nachschub gezogen. Das könnte jetzt die erste Schlacht sein, die ich verliere. Zumindest moralmäßig. Sieht das heftig aus. So, in Wien, achso, das sind nur wieder diese 1000-Mann-Kämpfe. Uiuiuiuiuiui. Also der Gegner verliert. Naja, wir verlieren. Oh, ich habe tatsächlich verloren. Ja, ich habe zwar weniger Leute verloren als der Gegner, aber meine Moral war schlecht. Insofern war das zu viel Übermut hier. Das ist nicht gut gewesen. So, ich werde insofern mal hier wieder reinrücken, um mit der Armee ein bisschen besser dazustehen. Und was war jetzt das für ein Angebot? Lüttich? Nein. Ihr sollt doch bitte erstmal Lüttich erobern. Da! Oh, ich sehe gerade, Oldenburg ist erobert. Sehr schön, wir können Frieden verhandeln. Jetzt bin ich mal gespannt. Tribut fordern und jetzt kann ich tatsächlich Religion erzwingen. Ist ja perfekt. Perfekt. Provinz abtrennen wollen wir nicht. Ja, dann wollen wir mal sehen, wie das denn jetzt geht. Da sende ich jetzt mal den Diplomaten. Jetzt bin ich gespannt, ob ich 10 Reichsautorität bekomme. Tatsächlich. Ja, Leute, also das Problem Reichsautorität ist keins. Ich komme auf meine 50. Sehr, sehr, sehr schön. Okay. Wohlan. Oldenburg ist mein Vasall und... Sind die überhaupt mein Vasall? Ach so, mit dem Frieden sind die jetzt nicht mehr... Ach nee, die waren gar nicht mein Vasall. Ah, ich sehe auch nicht mehr richtig durch. Nun ja, in jedem Fall plus 10 Reichsautorität. Wir haben 33 und dasselbe Spiel können wir dann nochmal mit Lüttich machen und mit Mordena und dann... haben wir über 50. Und dann kommt die letzte Reichsreform. Darauf bin ich schon mal sehr gespannt. Aber das passiert nicht mehr in dieser Folge. Mal sehen wann. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Bis dann, liebe Leute. Macht's gut, euer Steinwallen.